Hallo liebe Freunde und willkommen hier zurück auf der Bergmann. Ja, wie ihr seht, bin ich gerade dabei, eine Mission weiterzumachen, denn ich habe ein bisschen weitergespielt, um euch nicht die ganzen langweiligen Parts zu zeigen, aber das wiederum erkläre ich euch gleich. Kurz zu meiner Sache, ich danke euch auf jeden Fall für die ganzen Kommentare und für die ganzen Aufrufe auf meinem Bus-Simulator 21 vom Dienstag. Ja, vom Dienstag, genau. Jetzt musste ich kurz überlegen, was wir heute für einen Tag haben. Aber ja, heute ist ja schon Donnerstag. Und hat mich sehr gefreut. Ich danke euch dafür vielmals. Und hier dachte ich mir, wie gesagt, wir nehmen noch eine weitere Mission an, und zwar ist das hier die Ernte vom Feld 3. Feld 3 ist ja bekanntlich hier direkt neben unserem Feld. Hier sind Kartoffeln drauf und dafür kriegen wir 28.000. Und da dachte ich mir, das ist ein lukratives Geschäft. Der kann ja nebenbei hier ernten. Das bricht uns nicht einen Zacken aus der Krone. Und von daher würde ich sagen, das habe ich einfach mal angenommen. War ich einfach mal so frech. Und ich hoffe, ihr seid damit einverstanden. Wenn ja, ihr könnt mir gerne mal ein Däumchen und ein Abo dafür lassen. Schreibt es mir auch gerne in die Kommentare. Und dann zeige ich euch schnell, bevor wir den jetzt hier... Wir tanken den erst ab. Und dann zeige ich euch, was bisher noch geschehen ist. So, ja, die nächste Folge vom Bus-Simulator gibt es morgen wieder, am Freitag. Der Plan ist aktuell, wenn es euch gefällt, dienstags und freitags eine Folge Bus-Simulator und montags und donnerstags den Landwirtschaftssimulator. Ich wiederum würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr dort fleißig reinschaut. Auch gerne ein Däumchen Abo dalassen, wie gesagt. Und natürlich auch ein Abo, wer noch keins hat. So, oh, der Eimer abtanken ist ja schon voll. Das ist ja der Wahnsinn. Moment, wir schauen mal eben, wo das Ganze hin muss. Zum Landhandel. Oh, von 10 bis 17 Uhr. Das ist natürlich nicht ganz so schön. Ja gut. Schaffen wir das noch, eine abzuliefern? Landhandel. Na, dann gucken wir mal. Ob wir den Landhandel hier irgendwo finden. Das ist der Hof. So, Landhandel. Landhandel, Landhandel. Transport. Oh, oh, oh. Händler, Händler, Verkauf. Und dann ist bestimmt hier Landhandel. Auf geht's. Ah, ist ja echt sehr nice. Der findet das. Cool. Okay, prima. Dann kann ich euch in der Zeit nämlich wunderbar zeigen, was bisher noch so geschehen ist. Wir hatten ja die Mission hier auf dem Feld, unsere Rapsernte. Wie ihr seht, ist hier noch ein bisschen was zu tun, aber im Groben und Ganzen ist das Feld soweit fertig. Wir haben hierfür, glaube ich, schon 90% fertig. Das heißt, den Überschuss am Raps können wir natürlich für uns einstreichen. Ich hoffe, das geht. Dass wir wieder ein bisschen Geld bekommen. Denn wie ihr oben rechts seht, ist das Ganze ein bisschen gesunken. Und von daher werden wir jetzt den Kollegen hier gleich mal abtanken. Dass er den Rest dann erledigen kann. So. Und liebe Leute, das, was wir heute noch machen werden, machen wir zum Ende der Folge. Also, wenn ihr das sehen wollt, bleibt auf jeden Fall dran bis zum Schluss. Da würde ich mich auch sehr drüber freuen. So, okay, prima. Dann haben wir hier nämlich die nächste Fuhre, die wir gleich wegbringen können. Das können wir dann gleich gemeinsam eben mal machen. Das ist ja hier gleich um die Ecke. Naja, da bleibt ein gutes Eckchen stehen. Ich denke nämlich,
dass wir hier jetzt mit der Ablieferung fast fertig werden. So. Okay, prima. Dann freue ich mich nämlich schon darauf, dass wir unsere eigenen Felder bald ernten können. Das haben wir dann nämlich auch bald wieder. Ich denke mal, das werden wir dann am nächsten Tag zwar erst machen. Den nächsten Ingame-Tag, aber immerhin sind wir dort an der Stelle schon mal gut dabei. Und ich denke, dann können wir auch wieder weiter investieren. Und da könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie wir weiter investieren wollen. Sicherlich müssen wir dann erstmal schauen, was an Geld bei rumkommt. Aber ihr könnt mir gerne mal eure Vorschläge unterbreiten, ob wir ein weiteres Feld kaufen sollen oder ob wir weiter in Tiere investieren wollen. Es können auch andere Tiere noch sein. Was haben wir noch nicht? Pferde haben wir noch nicht zum Beispiel, beziehungsweise Schafe oder Ziegen. Wie gesagt, wir müssen erstmal schauen, was da bei der Ernte rumkommt. Und ich denke, ein bisschen veredeln sollte man das Ganze auch, denn sonst gibt es weniger Geld dafür. Wir werden diese Ernte sicherlich schon noch ein bisschen mehr Geld einnehmen, denn wir haben es ja diesmal auch geschafft, vollends zu düngen. Und von daher sollte sich das eigentlich ein bisschen besser ausgehen. So, dann das Ganze hier einmal reingekippt. Unser Wario, wartet mal, wir müssen eben mal schnell den anderen abtanken hier. Genau. Denn machen wir das hier nicht. Ist hier gleich zu und wir stehen da. Warte, wir haben noch eine Minute und das wird ganz schön eng. Okay, dann fahren wir den mal schnell raus. 8%. Also ein Anhänger bringt 8%. Dann könnt ihr euch ungefähr ausrechnen, wie oft wir hier noch fahren müssen. Jetzt aber schnell raus. Oh, das war aber knapp jetzt. Heilige Kacke. Da, okay, prima. Dann hauen wir den mal wieder zurück. Auf Feld 3. Los geht's. So, und dann müssen wir halt mal schauen, wo wir das Ganze jetzt zwischenlagern bis morgen. Denn, wie gesagt, der nimmt nur bis 20 Uhr an, bis 17 Uhr. Laut, ja, von 10 bis 17 Uhr. Das heißt auf jeden Fall, warum sind wir, achso, wir sind bei 16%, okay. Wir müssen das Ganze hier irgendwo zwischenbunkern. Mal gucken, wo. So, dann, wo waren wir stehen geblieben? Genau. Hier einmal abkippen. Was ihr natürlich auch gerne machen könnt, wo ich auch jederzeit bereit bin, wenn ihr sagt, wir wollen vielleicht noch eine andere Tierrasse oder was anderes sehen, oder ihr habt wunderbare Mod-Vorschläge, haut es mir gerne unten drunter in die Kommentare. Würde ich mich sehr drüber freuen. Und wir schauen, was wir dann umsetzen können. So, okay. Wie ihr seht, 97% sind fertig. Das heißt, wir haben eigentlich... Jetzt ist die Lohndienstleistung abgeschlossen. Ich weiß gar nicht, ob wir weitermachen. Ich würde sagen, wir machen einfach weiter. Und versuchen den Rest einfach abzugraben. Aber ich weiß nicht, ob das funktionieren wird. Oder ob das Spiel hier das dann, ja, nicht mitnimmt, sozusagen. In dem anderen kann man ja das Ganze dann auch
für sich dann verbuchen. Mal gucken, wie das hier ist. So, super. Ja, Panther 2 muss entladen werden. Das kriegen wir gleich hin. Der Kollege ist schon auf dem Rückweg. Oh, der ist schon angekommen. Boah, der fährt aber schnell. Meine Fresse, Herren. So, macht der jetzt hier noch was? Der TX? Ja, war der müsste eigentlich noch. Ach, ist das eine herrliche Karte. Warum hört der hier auf? Ach nein, der dreht hier komisch. Okay, dann stellen wir erstmal kurz beiseite. Dann. Ja, der hat noch ein bisschen. Ja, da kriegen wir ein bisschen was, kriegen wir raus. Sehr schön. Das war das. Das ist der hier. Hier, das läuft auch. Das ist. Okay, okay, okay. So, dann hier den Kollegen. Sehr schön, also der macht immer. Da macht er Feld 3. Okay. Ja, das passt doch, dann können wir den. Ja, wie gesagt, jetzt müssen wir bloß halt eine Halle, möchte ich nicht sagen. Also irgendwas finden, wo wir das zwischenlagern können. Und ich habe da eigentlich auch schon eine Idee. Ich weiß bloß nicht, ob das funktioniert. Ob man Kartoffeln einfach so in so ein Silo kippen kann. Ach nein, sind ja Rüben. Ha, okay. So, dann müssen wir bloß mal schauen, ob wir irgendwo ein Silo haben. Oh, 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 aua, aua. Das war ein bisschen sportlich. So ein Wurzelfrucht. Naja, ihr wisst, was ich meine. So ein Wurzelsilo. Ob wir hier vielleicht sowas haben. Wenn ich das, glaube ich, hier reinkippe, dann wird das Ganze nämlich Kompost. Und das wollen wir eigentlich nicht. Aber hier in die Hallen. Ich glaube. Passt mal auf, wir hauen das mal hier in die Halle rein. Ich glaube, das geht sich nämlich gut aus. Sicherlich müssen wir es dann nochmal aufsammeln, aber. Ich glaube, das ist besser. So, okay. Weil die ist nicht hoch genug, war. Ah, jetzt gibt es den Crash. Optischen Crash. Jetzt werden wir bestimmt gleich. Ja, das ist halt der Nachteil an diesen Hallen. Na, wartet mal, das müssen wir noch mal ein bisschen besser machen. Müssen wir halt bestimmt mal wieder mal auf und zu machen. So, das ist ein bisschen tricky, aber oh, man steckt noch nach vorne fahren, so. Na komm, noch einmal. Gut, aber hier können wir zumindest schon mal unsere Kartoffeln zwischenparken. Um die dann später mit dem Förderband holen wir die dann garantiert raus. Und ja, es ist zwar ein bisschen umständlich der Weg, aber wie gesagt, so können wir die Mission weitermachen. Und das würde ich dann auch zwischen den Folgen weitermachen.
dass ihr euch nicht die ganze Zeit hier angucken müsst, wie wir hier Kartoffeln ernten. Das ist ja nur wahrlich auch nicht das Schönste und Spannendste. Aber ich denke, die Kohle brauchen wir, um weiter voranzukommen. Und von daher mache ich da an der Stelle erstmal weiter. So, liebe Freunde, ich hatte euch ja versprochen, Moment, ich mache mal noch schnell ein Foto. Ich hatte euch versprochen, wenn die, die bis zum Schluss dranbleiben, noch, dann zeige ich euch noch was. Und zwar habe ich hier, wie ihr sehen könnt, den ganzen Kompost schon aufgeladen. Ja, den werden wir dann am nächsten Tag zur Verkaufsstelle bringen. Und zwar zum, hier, wo war's? Moment. Mist, Geres, Kalk, hier zum Kompost. Und zwar hier zum Reifeisen. Überleg ich mal, hier gibt es weniger als... Naja, gut, okay. Oder wir lassen es halt erstmal noch stehen. Mal gucken. Und des Weiteren werden wir noch unsere Kaninchenstelle wieder verkaufen. Ich persönlich muss sagen, ich finde es echt schade. Aber ich habe heute, wo ich das Ganze schon mal ein bisschen weitergespielt habe, ein Kaninchen rausbekommen und habe das verkauft, alles schick und gut. Und das Problem war einfach, das lohnt sich absolut nicht. Also das ist, hat auch nichts mit Minimalistik zu tun. Da können wir wirklich lieber dann das Ganze hier in Käse oder so investieren. Denn ja, also seid mir nicht böse. Und wie gesagt, ich habe mich da auch ein bisschen schwer getan, weil ich habe es mir auch besser vorgestellt. Aber es lohnt sich absolut nicht. Und von daher kommen die auch weg. Also leider Gottes werden wir die jetzt noch verkaufen. Und somit haben wir schon wieder ein bisschen mehr Geld drinnen. Wo finden wir sie denn gleich? Ja. So. Verkaufen. Naja. Also wie ihr seht, es gibt auch nicht sonderlich viel dafür, aber ja, ist besser als nichts und nutzen tun wir es eh nicht mehr. Und von daher denke ich, ist es die richtige Entscheidung. Hier das Körbchen, das können wir mal noch bei Gelegenheit nochmal verkaufen. Und ja, den Mist können wir nochmal abtransportieren, aber ich denke, das soll's an der Stelle erstmal für diese Folge gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, liebe Freunde, dann lasst mir gerne ein Abo da, auch ein Däumchen nach oben oder einen netten Kommentar. Und schaut auch gerne in meinen anderen Videos vorbei, wie dem Bussimulator oder wir sehen uns hier wieder auf der Bergmann. Ich danke euch fürs Reinschalten und bis zum nächsten Mal. Macht es gut und tschüss.